hier komt Steven Kruiswijk! Kruiswijk en het Appenzieke! Steven Kruiswijk! Grootste erfolg in de nog jonge carrière des 24-jährigen Holländers. Hier komt de Oudmeister van Santa Rosa, Levi Leipheimer. En als nächste müsste das Gelb-Melinen-Trikot mit Daniel Tour de Suisse natürlich. Mal Buhalt macht bei dieser harten Etappe, das will ich mir nicht in Colo, vor allem wenn du im Tresenberg wohnst, dann fahren sie vor der Haustür vorbei und dann muss ich das anschauen. Und Action und so ein Sportanlass, das liegt da gut und ja, wer da nicht dabei ist, ist selber schuld. Mein Favorit wäre eigentlich der Fabian Cancellaren, aber ich glaube, er fährt eher auf etwas anderes als da auf der Sieg. Ich kann das ehrlich gesagt nicht sagen, wer am Schluss die Nase vorne haben wird, aber es wird sicher spannend bis zum Schluss. Marco, jetzt ist ja das ein Spitzensport, Tour de Suisse. Was meinst du, geht es da mit Mittel oder ohne Mittel? Ja, sie haben alle Dulix um die Schenkel geschmiert, Isostar im Bido und hinten dran noch ein Isostar-Riegel oder ein Powerbar-Riegel und danach sind die fit. Also ich sage, meine Meinung ist, ohne Mittel geht gar nichts, dass man so viele Tage hintereinander so gute Leistung bringen kann. Ich kann es nicht sagen, der beste Doktor gewinnt, aber der, der das beste Material hat, gewinnt. Also ich glaube, es geht nicht ohne Doping. Und also ich finde es faszinierend, was ich einfach mal will. Sie sollen alle gleich behandeln. Und nicht die einen sind gedopt und die anderen nicht. Grundsätzlich glaube ich, hat es positiv vom Sport, sonst wäre ich nicht da im OK. Und schwarze Schafe gibt es überall, aber ich glaube, es gibt keine andere Sportart wie der Radsport, wo stärker kontrolliert wird. Darum, es ist eine super Leistung, die wir bringen und ich bin überzeugt, ohne Doping. Und Steven Kruiswijk wird gratuliert von Hubert Seele, Vorsteher der Gemeinde Triesenberg. Alle Zettler, es ist wieder mal so weit, mit dem Velo durch die ganze Schweiz. Es ist wieder Tour de Suisse. Sono partiti tutti per vincere, con orgoglio e motivazione.